Jo Leute, was geht ab? Hier Phil am Start, Alter. Und der Hunter Reliable Custom wurde zu deinem Schrottplatz geliefert. War ja mal lang der Anwendung. Ich wollte gerade hier runter nochmal mein Auto reparieren fahren. Der ist gleich nach der letzten Aufnahme passiert und auf einmal kam auf dieser großen Brücke der Rival Custom. Ja, hat man ja gerade gesehen, was damit passiert ist. War vielleicht ein schneller Start an sich. Wir fahren jetzt hier weiter. Immer noch mit dem R34 Verschnitt. Die Kazoo GT. Tingle damit mal jetzt zur Burning Root, um die spezielle Version zu kriegen. Und dann nehmen wir uns Auto für Auto dann halt vor. Halt. Dann fahren die Burning Root halt, oder fahren vorher erst noch halt ein Rennen, wie wir hier mit ihm hier gemacht haben. Nehmen dann zum nächsten und schauen wir uns mal an. Weil es kommt dann irgendwann jetzt, laut meiner Erinnerung, so eine Flaute hier in dieses Spiel halt. Ja, da kommen einfach keine Autos mehr, so neu nach halt hier. Du musst jetzt ihn wegpoken oder so. Das lässt er dann, wenn wir jetzt ein bisschen weiter sind, nach. Und dann können wir zwar ruhig mal mit den anderen Polinen verpassen. Ich hab da auch schon was im Hintergrund kann man sehen. Da ist schon was ausgedürft. Ich würde sagen, könnten ja rüber zur Insel fahren, dann irgendwann Urlaub machen auf der Insel. Mal schauen, was uns da so erwartet, weil das kann ich so an sich nicht von früher. Weiß nicht, wie die Insel so aufgebaut ist. Und, ja. Bin mal spannend. Mal sehen, wann wir da hinfahren. Ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen. Und wir fahren jetzt erstmal die Burning Route. Rase zum Country Club im Nordwesten. Die Zeit läuft. So, 1:38 haben wir Zeit, um das Fenster zu packen. Kriegen wir hin. Ist einfach hier mal geradeaus durch. Wir haben da kein Auto. Wie gesagt, so ein Fahrverhalten an sich finde ich von ihm hier nicht schlecht. Für Rennen halt so gut geeignet, so man kann auch gut Gegner wegpoken. Stuntrennen auch ganz cool. War ja auch gerade voll so spannend. Wie gesagt, beim letzten Stuntrennen, weil das letzte Rennen, was wir gefahren sind in der letzten Folge. Huch. Entschuldigung, da war kurz mal hinten der Controller leer. Dann ist hier noch ein bisschen weiter vorne. Ja, kann passieren, wenn man nicht drauf achtet und zack, ist auf einmal ist dann der Controller leer. So ein Glück ist das Spiel so gemacht, dass es dann gleich pausiert, wenn irgendwas passiert, nicht weiter läuft. Ganz gut gemacht. Und wir haben die Burning gut gewonnen. 10 Rennen. Du hast dir den super coolen Nakamura Ekusa Samurai redlich verdient. Halt beim Schrottplatz an und dreh eine Runde. Ja, alle Fälle. Können wir dann mal. Neben den ganzen Rennen und Straßenschlachten gibt es in Paradise City noch eine ganze Menge anderer Dinge zu tun. Fahrt ein paar Burnout-Werbetafeln um, stellt Rekorde auf. Findet neue Abkürzungen oder eine tolle Sprungschanze. Nur wer fleißig herumexperimentiert, verschafft sich Vorteile. Eure Atomica. Ja. So, wir donnern jetzt mal wieder zum Startplatz. Und schauen uns mal die Autos an, die wir neu bekommen haben. Hier den Ikazu Samurai. Und dann halt diesen Pickup
Ich glaube, wir holen dann erstmal den Kitano raus und fahren mit denen erstmal ein paar Rennen. Weil wir wollen ja mal erstmal so einen durchchecken und mal sehen, wie das Ganze so ist. Mal ein paar Physik und so her. Ja, ein bisschen was er dann gemacht und der hat ein bisschen mehr Boostkraft halt. So. Dieser Wagen mag zwar aussehen wie eine Antiquität, aber seine überdurchschnittliche Stabilität und sein sanfter Drift machen ihn zu einem praktischen, unkonventionellen kleinen Allrounder. Textfehler wieder an sich. Jo. Den haben wir ja gerade weggepokt. Den haben wir gekriegt halt. Hat der was verändert an den Stats? Nein. So, wir donnern jetzt ein bisschen mit dem Kitano Hydro Customs rum. Und donnern halt die Burning Wood rum. Das kann ich kein Rennen mit so einem kleinen Einkaufswagen. Naja, wechsel so, ne? Und dann hinten am Spoiler, ja, da hält er sich fest und schiebt ihn durch die Gänge, ne? Oh, wow, Alter. Ich sage, der Motor klang der fetzt irgendwie. So. Auto repariert. Rotwäsch mit so in. Also hier ein Renner, ein Runner. Fahren wir damit auch mal. Rennen. Hätte ich so rennen können. Mach dich bereit. Du bist hier. Rase zur Naval Yard im Südwesten. Neue Schätzchen und. Au! Tut der weh. Sich hier mal nur boosten, gedrückt halten, mal hoffen, dass man Burnout Gegenverkehr mit. Ah. Okay. Wir sollen hier abbiegen. Ich nehme die nächste. Und wieder boosten. Bevor hier wieder die Ansage kommt, so als Tipp. Wer schießt die Boosten? Drücke die X-Taste. Ich booste, wenn ich es für richtig halte. Manchmal jetzt hier gerade bei den mit Tempo. Muss man ja ein bisschen aufpassen, ne? Boosten und folgen. Ja, wir sind eh alle weg, aber dann. Weiß ich wie viel. Aber schnell hält sich nicht auf. Wie gesagt, wir können mal irgendwelche immer wieder durchdrücken. Nehmen wir jetzt hier mal die Tankstelle mit. Bleiben wir weiter auf der Spur. Im Gegenverkehr, damit das vielleicht gleich wieder mal loslöst. Nein. Hat nicht recht, von Burnout nochmal richtig durchzulernen. Okay, jetzt wird's interessant. Kurve, Kurve, Kurve. Oh, 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 nein, nein. Fahr weiter. Nein, wir sind doch da. Fahr weiter. So drücken. Uff. Da haben wir Schweine. Da haben wir echt Schweine, dass wir noch weiterfahren konnten. Und dass der Boost nicht zurückgegangen ist. Halt. Wo ist jetzt auch nicht, wo die anderen waren? Ja, mal ein Rennen. Jetzt muss ich mal kurz auf Map die Karte fragen. Wo ist denn hier von denen die Burning Root? Die ist da. Tja.
Wo ist das? Da. Einfach hier hoch. Dann fahren wir zum Kantenklaps und dann müssen wir dann. Wir könnten auch so hinfahren, aber. Weil wir irgendwann die Aufstiege schaffen, müssen wir ein bisschen mit. Rennen, ja. Oh, Fahrverhältnis ist, der ist eigentlich ganz gut. Der Frontflügel ist eigentlich. Er geht gut um die Kurven rum. Hat jetzt eigentlich nicht so Mengen. Ha, kickst der, was? Sonst fahren sie mir rein, Alter. Sei als erster am Country Club im Norden. Okay, alles klar. Mal nur ein Kopf an Kopf rennen. Warte, Puck. Oh, du fasst es. In den Auto oder in den Kurven. Oh Gott. Ich schwache, schwere Schwache. Er bleibt hartnäckig. Trotz seines Unfalls. Wo ist kein Fehler machen? Falls er noch dran kommen könnte. Wenn er nicht richtig funkeln will, er ja nicht so gut. Ist egal, wir haben das Rennen gewonnen. Jo. Also gut, um die Kurven kommt er rum, zum, also er driftet ganz gut rum. Und jetzt ist er erst angekommen. Der Watson Air Turbo Roadster fährt gerade durch die Straßen von Paradise City. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Auto an Auto, wegen wir jetzt zusammen bereit, ey. Komm her an. Ich weiß gar nicht, was er zuerst machen soll. Ja, ich hab dich gesehen. Den kriegen wir noch. So. Ich hab ja wieder was gehört, ey. Sehr gut. Ich jetzt Rase zum Wildcats Baseball Stadium im Südosten. Die Zeit läuft. Immer wenn man was machen will, dann kommt ihr vorbei, Poke, Alter. Ja. Den habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Und wir fahren jetzt ab zum Baseball Stadion. Jetzt hätten wir die Schöner da mitnehmen können. Die Rampe, sonst landen wir eigentlich noch weiter. Aber Schub. Wir haben nicht viel Zeit. Wie gesagt, auf dieser kurzen Distanz könnten auch schon 1:30 Uhr schon happig werden. Wenn wieder Verkehr halt so ist, hat irgendwo Schürzen. Ein bisschen boosten, dann müssen wir mehr Zeit rausholen. Falls wir dann doch mal crashen sollten. Gerade hier an diesem Pfeiler. Oh. Jetzt schon was wieder gekracht. Wäre uns das gleiche passiert wie mit dem Vegas. Ist uns zum Glück aber nicht passiert. Wir sind gut rumgekommen um die Kurve. Du hast das Rennen wie ein Profi gemeistert und wirst belohnt. Der Kitano Hydrus Techno Special. Yay. Hm.
Oh, Limo, pass auf, Alter. So, ich würde sagen, wir gucken uns den nochmal an. Oder schauen uns denn beide an? Der Watson Arturo Roadster wurde zu deinem Schrottplatz geliefert. Den haben wir mal gut abgeschossen, ne? Ja, ja. Er hätte ja ruhig lang wegbleiben können, aber. Schauen wir uns noch die Burning Wood Version an. Und diesen Watson. Der Motor lässt sich so hochdrehen, dass du den Boost erst gar nicht mehr aktivieren musst. Sicher. Leicht, beweglich und mit phänomenalen Grip fährt der Watson Air Turbo Roadster größeren Fahrzeugen mit Leichtigkeit auf und davon. Straßenschlachten sind jedoch nicht gerade sein Ding. Ja. Ja, nice. Sag dir. Wurmpunkt, nimm mal einen Inkusa raus. Repariere den nochmal. Schickimicki. Machen wir heute nicht mal. Nicht so einen langen Part. Falls man schön im Hintergrund mitbekommen hat, ich muss jetzt. Bei mir gibt's jetzt Essen. Können wir uns mal das Design hier von den Gekase beobachten? So eine schöne Samurai-Kunst. Wow. Ich habe noch nie so viele kaputte Brücken wie in Paradise City gesehen. Während der Bürgermeister im Rathaus weiterschläft, könnt ihr euch bestens amüsieren auf diesen Ruinen. Ich habe gesehen, wie ein paar Typen Barrel Rolls sogar von der Brücke in der First Street gemacht haben. Wir von Crash FM sind live dabei. Ja, danke. Vielleicht kriegen wir diese Sprünge ja auch noch ab. So. Ja. Nächstes fahren wir mal diesen Pickup-Van und machen von denen ohne die Burning Hood. Fahren mit denen ein paar Rennen halt und dann mit dem Watson und dann mal schauen, was denn sonst noch alles so kommt. Wurde wieder reichlich mit Autos zugedeckt. Jo, heute mal, wie gesagt, ein bisschen kürzer halt, ne? Mit kleinen Schwierigkeiten sind durch, ja. Troll ausjagen. Ach, egal. Sagt, Spiel wird nie langweilig. Es macht immer noch mega Lust zu fahren. Ja. Ich sagen, werden die auch nochmal. Werden die auch nochmal, ne? Ganz frisch. So. Wenn es euch denn das Ganze gefallen hat, dann zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach oben da lässt. Eine. Haut mir in die Tasten, Kommentare, Pipapo, einer schreibt was Schönes. Ansonsten. Ups, aber ich hätte schon. Ansonsten machen wir im nächsten Part weiter mit dem Pickup-Van und den Watson und was uns sonst noch da vielleicht noch in die Quere kommt. Man weiß es nicht, weil vielleicht kommen wir noch ein paar Autos halt. Es kommen noch reichlich Autos, aber jetzt in den nächsten Parts, dass halt uns wieder Autos entgegenkommen, die wir wegpoken müssen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir zuzugucken. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und ich sage, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Burnout Paradise Remastered. Also, haut rein und bis dann. Tschüss.